Mit Pandas und diesen Data Frames steht uns jetzt ein sehr mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um Daten zu extrahieren, manipulieren und so weiter. Hier soll es jetzt darum gehen, dass wir Daten einmal extrahieren, und dazu lade ich erstmal wieder Pandas hier rein. Und als nächstes lade ich dann in ein Data Frame, also in diese Variable df, die wir als Data Frame bezeichnen, lade ich dann eine CSV-Datei. Das ist eine Datei von der Datenbank GeoRock. Die habe ich in den Ordner Data gelegt und die heißt pandaarg.csv und die lade ich dann mal. Und wenn ich mir die jetzt anzeige, dann sieht die ungefähr so aus. Die hat mittelmäßig viele Zeilen, 74 Zeilen und 171 Spalten. Deshalb lasse ich jetzt mal nicht ganz darstellen, damit es nicht zu groß wird hier. Und jetzt steht hier unten ja Spalten, aber in Pandas selbst wird eigentlich eine Spalte als eine Series bezeichnet. Und das hier oben, das Location, wird dann der Series-Name, also der Serienname. Man kann das sehen, wenn man hier hingeht, und ich extrahiere jetzt mal diese Spalte Location. Ja, das ist jetzt nur die Location hier, und schreibe dann hier hin Type, um herauszufinden, was es für ein Type ist. Und das hier, dann sieht man, das ist eine Series. Das nun bisschen am Rande für die Nomenklatur. Okay, hier wieder die Tabelle selbst. Und jetzt will ich noch die ganzen Kategorien kennen. Dazu ziehe ich wieder rein Columns und dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich dann noch To List mache, dann wird es eine Liste, dann sieht es ein bisschen übersichtlicher aus, allerdings relativ lang. Und wenn ich daraus einen Print mache, dann wird es so ein bisschen kompakter dargestellt. So, jetzt will ich aber auch noch ein bisschen die Tabelle sehen können. Und dann möchte ich mal anfangen, hier ein bisschen was zu extrahieren. Und dazu benutze ich als erstes die Methode iLog. iLog steht für i ist Integer und log ist Location. Und wenn ich jetzt hier hinten reingebe, zum Beispiel eine 5, dann wird die fünfte Zeile extrahiert. Also hier kommt dann, das wäre die vierte, ich mache mal die erste, dann sieht man es vielleicht leichter, führe das aus. Jetzt wird die erste Zeile als Spalte dargestellt. Also das sind die ganzen Kategorien, die eigentlich ja in dieser Zeile stehen, und das sind die Werte dazu. Ja, also der erste Wert, der irgendwie kommen müsste, ist -7,55. Wenn man hier guckt, das ist schon Latitude Min 7,55, ist ja der erste, klar, der erste Datensatz ist eigentlich der zweite, hier die 1. Ich habe die 1 genommen, wenn ich 0 mache, wäre das dann wirklich der allererste. Und dann müsste hier irgendwie 8, -8,38 stehen. Das tut es hier an der Stelle dann auch. Okay, so bekomme ich also jetzt eine Spalte oder auch die dritte, eine Zeile oder auch die dritte und so weiter. Vielleicht möchte ich aber mehrere Zeilen haben. Dann mache ich 3, Doppelpunkt bis 8. Und dann erhalte ich die ersten 8 Zeilen. Jetzt auch wieder ein bisschen schöner dargestellt. Was mache ich jetzt, wenn ich eine einzelne Spalte bekommen möchte? Dann gebe ich hier vorne, das ist ja offensichtlich die Zeile, und da gebe ich jetzt an praktisch alle Zeilen. Und das mache ich mit diesem Doppelpunkt. Wenn nur ein Doppelpunkt da ist, dann ist es im Grunde genommen wie von 0 bis zur letzten Zeile. Und dann möchte ich die, das sagen wir mal, die dritte Spalte, oder das wäre jetzt dann die vierte, man fängt auch wieder bei 0 an. Und dann bekomme ich hier die vierte Spalte. Und wenn man hier guckt, dann hat mir 1, 2, 3, 4, das sind alles diese Not a Number Daten. Also nehmen wir vielleicht mal 4. Und dann bekommen wir hier die vierte Spalte und da stehen dann diese ganzen Zahlen hier drin. Also so können wir eine einzelne Spalte oder Series, wie es bei der Pandas-Direktive bezeichnen wir, so können wir das bekommen. Vielleicht möchte ich jetzt aber nur einzelne, das habe ich gesehen, ich kann hier 3 bis 7 machen und bekomme dann diese ganzen Zeilen. Vielleicht will ich aber nur einzelne Zeilen bekommen, nur 3 und 7 zum Beispiel. Nicht 7, ist nicht dabei, beziehungsweise 7 ist dabei, weil man mit 0 anfängt zu zählen. Also ich möchte jetzt die nur 3 und 6 haben, was 3 und 7 wäre. Und dann muss ich darum nochmal eine eckige Klammer machen und hier ein Komma rein, dann ist es im Grunde eine Liste der Zeilen, die ich haben möchte. So führe ich es aus, dann bekomme ich die Zeile 3 und die Zeile 7 hier. Ja, jetzt ist es die 7, weil es wirklich die siebte Zeile ist und vorher war es bis zum siebten Datensatz, aber man fängt bei 0 an zu zählen. Auch da muss man eben immer so ein bisschen aufpassen, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, das öfters macht, dann ist eigentlich auch bekannt. So, dann kann man auch noch machen,
Das lehnt sich im Grunde an das davor an, das ich es davor machen soll. Also wenn man es hat, also man kann ja auch noch mehr hinschreiben, mit 3, 7, 9 oder sowas, und dann kommen eben nur diese einzelnen Zeilen. So, jetzt hatte ich gerade, wenn man hat 3 bis 9, dann kommen die Zahlen, also 3 bis 8, weil 8 ist der 9. Datensatz. Oder man kann auch hier vorne die Zahl weglassen und dann hat man alles von 0 bis 9. Alle Zeilen. Oder umgekehrt, alle Zahlen von Zeilen von 9 bis zur letzten. Jetzt kommen hier alle Zeilen von der 9. bis eben zur letzten Zeile. Ja? Hier sind die Punkte dazwischen. Das ist dann auch möglich. So, jetzt können wir das Ganze dann noch ein bisschen noch etwas weiter aufdrehen, können sagen, wir wollen nur die Zeilen 4 und 8, so ging es hier. Da kommen nur die Zeilen 4 und 8. Aber auch nur die Spalte 4, also oder 5, nur dieses Latitude hier. Schreiben wir einfach hinten hin 5, weil der vordere Teil, das sind die Zeilen, Komma, jetzt kommen die Spalten. Und jetzt haben wir tatsächlich nur die Zeilen 4 und 8 und nur die Spalte 5. Ja, das sind dann dieses minus 8, wenn man hier nachguckt, das minus 8 hier dann praktisch. Oder wir können sagen, wir wollen die Zahlen 4 und 8, aber bei den Spalten auch noch mehrere, nämlich die 5 und die 9. So, und dann haben wir die Spalte 4, die Spalte 8 und die Zeile 4, Zeile 8 und die Spalte 5 und die Spalte 9. Also wir können hier wirklich sehr detailliert hier Sachen rausholen. Das Gleiche geht auch hier vorne wieder mit dem Doppelpunkt, 4 bis 8. Dann ist natürlich keine eckigen Klammern mehr. Die eckigen Klammern ist nur, wenn es eine Liste ist, mehrere Zeilen, sondern das ist dieser Doppelpunkt. Und dann hat man von 4 bis 8 die Datensätze und dann die Spalten 5 und 9. Natürlich kann ich hier das Gleiche machen, 5 Doppelpunkt 9, auch dann ist es keine Liste mehr. So, und dann haben wir die Zeilen 4 bis 8, Spalten 5 bis 9. Und als allerletztes hierzu, man kann natürlich auch einen einzelnen Wert rausholen. Angenommen, keine Ahnung, aus Zeile 120 und Spalte 100. Und dann kommt man hier den Wert 3,0, dann hat man einen einzelnen Wert hier rausgeholt. Also hier kann man sehr detailliert Werte rausholen. Auch noch in mehreren Kombinationen und in dem Jupyter Notebook dazu, dass man sich runterladen kann, dann ist das Ganze ja auch nochmal viel deutlicher erklärt. Jetzt gibt es noch die zweite Methode. Ich mache die mal kurz hier drunter. Und die heißt DF-Log, also nur Location, kein Integer mehr. Und das ist deshalb der Fall, weil ich jetzt auch die Spaltennamen nehmen kann. Also ich kann hingegen sagen Zeile 3 und dann möchte ich MGO, und das ist hier mein Gewichtsprozent, und dann bekomme ich diesen Wert. Also bekomme ich aus Zeile 3 den MGO-Wert. Und hier kann ich natürlich wieder das Gleiche machen wie oben. Ich kann es hier vorne sagen, ich will es jetzt aus Zeile 3 und aus Zeile 5. Dann kriege ich aus Zeile 3 und Zeile 5 den MGO-Wert. Und ich sage, ja, eigentlich will ich nicht den MGO-Wert haben, sondern den MGO-Wert und noch den SEO2-Wert. Also, da muss ich wieder eine Liste machen, wie oben auch. Und dann steht hier noch SEO2. Und dann bekomme ich jetzt aus Datensatz 3, Datensatz 5, den MGO-Wert und den SEO2-Wert. Oder auch dann eben wieder hier hinten mit, oder hier vorne mit Doppelpunkt von 3 bis 15, sagen wir mal, und dann kriegen wir diese ganzen Werte hier. Das ist natürlich sehr viel praktischer. Dann wäre es aber natürlich noch praktisch, wenn ich das auch mit der Spalte machen könnte. Angenommen, es gibt hier irgendwo Rock Type, das sieht man jetzt hier gerade nicht. Ich schreibe das mal hier hin, also es gibt hier die Spalte Rock Type. Und dann gibt es diese verschiedenen Rock Types und dann kann ich ja mal mit Drop Duplicates nachschauen, welche verschiedenen es da gibt. Da gibt es 4 verschiedene Rock Types. Und angenommen, ich möchte nur die Mantelxenolithe haben. Wie mache ich das dann? Jetzt ist ja hier vorne der Index, wird hier automatisch angeben, 0, 1, 2, 3. Das heißt, ich kann, wie komme ich dann dieses Rock Type rein? Was man hier machen kann, man kann jetzt eine Spalte als Indexspalte definieren.
Und ich nehme jetzt diese Spalte RockType und definiere die als Indexspalte. Also ich gehe hin und sage, ich mache mal Neues. Df set Index. Und das soll dann dieser RockType sein. Also RockType ist jetzt auch ein Index-Type. Und damit es auch direkt gemacht wird, muss hier noch eine kleine Anmerkung dazu. Und das ist in place, dass es direkt in dieser Tabelle gemacht wird, ist true. So, ups, habe ich hier das falsch rum gemacht. Das muss so sein. Und dann gucke ich mir das danach an. Jetzt sieht man, es gibt hier vorne die Indexspalte, die heißt RockType. Jetzt darf man es nicht nochmal ausführen, denn das Ganze wurde jetzt direkt, also das wurde jetzt direkt in dieses DF, in die DF-Variable so reingeschrieben. Also das hier einmal ausführen, dann nicht nochmal. Und jetzt kann ich hingehen und das von oben nehmen, in die Location und sagen Log. Und jetzt mache ich vorne in der Spalte Mantel Xenolith. Und jetzt bekomme ich alle Mantel Xenolith. Und jetzt bekomme ich alle Zeilen, die Mantel Xenolith sind. Das ist natürlich wunderbar. Und das gleiche kann ich jetzt auch hier wieder machen, wenn ich noch will. Noch dazu wie sowas wie MGO, Weight Percent. Und dann will ich vielleicht noch zusätzlich SEO 2 Weight Percent. So, und dann bekomme ich alle Mantel-Xenolithe und den MGO und den SEO2-Gehalt davon. Und das ist natürlich wunderbar. Und wenn ich nachher wieder das Ganze vielleicht zurücksetzen will, dass die Indexspalte hier weg ist, dann schreibe ich hin ein Reset, df reset index in place gleich true. Das gleiche hier oben, bloß hier steht natürlich kein Spaltennamen mehr, dann führe ich das aus. Und wenn ich das jetzt angucke, dann sieht man, ist der Index wieder der vorige. Also, so lassen sich hier sehr viele Sachen suchen bzw. extrahieren und die Datensätze wirklich sehr gezielt rausholen, die man auch tatsächlich haben möchte.